Ja. Hör mal zu. Weißt du, dass du widerlich bist? Du stinkst nach Scheiße, weil du ein Hosenscheißer bist. Kapiert, Hosenscheißer? Aber ich mach dich zu einer Prinzessin. Warst du schon bei der Maniküre? Ich hab ihn gefunden, Cooper. Henry, wen denn? Boris. Er ist in Happydale, einer Irrenanstalt, nur eine Stunde von hier. Schnappen wir ihn uns? Er weiß zu viel. Knebel. Nein, er ist total verrückt. Niemand wird ihm irgendetwas glauben. Unser Freund würde bestimmt gerne ein ausführliches Schwätzchen mit ihm halten. Nicht wahr? Henry, der, dem du am meisten schuldig bist, der dich im Hotel fand, als du im Sterben lagst, der alles Notwendige veranlasst hat, damit du dich erholst, der dich auf die Fährte zu deiner Vergangenheit gebracht hat. Henry, dein Retter, dein Geldgeber, dein Freund, dein Peiniger. Was verbirgt er noch? Wonach strebt er? Du blätterst weiter in Petits Tagebuch. Wo findet der Orden des Fleisches wieder zusammen? Skytale suchen. Du wirst diese Skytale hier finden. Und anschließend diesen Boris in Happydale, New York. Tja, wer hat's gesagt? Ich meine, war ja auch nicht irgendwie also man konnte sich ja schon denken nach dem Intro mit Henry und seinem anscheinend neuen Sadomaso-Sklaven, keine Ahnung, was auch immer, warum er jetzt so schwul aussieht. Und ja, Henry ist der Böse, habe ich ja schon gesagt, war ja irgendwie klar. So, und was machen wir jetzt hier drin? Gehen wir jetzt einfach raus oder sprechen wir nochmal mit Pauline über das Tagebuch oder machen wir noch eine Nummer mit ihr? Du zeigst ihr lieber nicht das Tagebuch ihres Vaters. Zumindest nicht, bis du dieses Skytale gefunden hast. Achso, ich soll jetzt hier Skytale finden? Ich dachte, ich soll jetzt hier weggehen. Okay, dann kann ich sie mal fragen zu... was sind Skytale, ist meine erste Frage erstmal. Skytale. Ha, ich muss nochmal kurz in das Tagebuch rein. Das Tagebuch von Petit. Das geht aber wohl nicht. Und obwohl du dich nicht traust, sie zu fragen, erinnerst du dich. Das ist ja cool. Skytale, wie wär's, wenn du mir was über Skytale sagst? Selbstmord. Weißt du, wieso er... Nein, vergiss es. Entschuldige. Wieso sich mein Vater umgebracht hat? Nein, er verbrachte den Tag mit einem amerikanischen Sammler. Sie schlossen ein großes Geschäft ab. Es sollte uns viel Geld einbringen. Wir wollten den Laden renovieren, auf Reisen gehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte er sich erhängt. Bitte, bitte. Für deinen Vater. Ich verstehe nicht. Was tust du für deinen Vater? Ich sehe in dir denselben Wahn wie in ihm. Notre Dame, die Alchemie, der Orden des Fleisches. Ihr beide sucht ein und dasselbe. Okay, vielleicht war er mein Vorgänger. Was war dein Vater für ein Mensch? Mein Vater war ein guter Mensch. Er war ruhig, liebevoll, einsam. Er ist kaum noch rausgegangen, seit meine Mutter starb. Die Musik ist ein bisschen zu laut im Vergleich zu den Stimmen, ne? Hat dein Vater seine Leidenschaft mit jemandem geteilt? Mit irgendeinem Freund? Als ich klein war, ja. Ein seltsamer Typ. Er nannte sich Choke, glaube ich. Mit der Zeit wurde er sehr merkwürdig. Eines Tages verschwand er und kam nie wieder. Der hat den guten Choke kennen wir schon. Was macht dir Angst? Dass dir dasselbe passiert wie ihm. Er hat sich das Leben genommen, John. Ich weiß nicht, ob es wegen seiner Nachforschungen war, aber er nahm sich das Leben. Das kommt uns bekannt vor, in der Tat. Können wir irgendwas zeigen? Die Öllampe. Das Stock. Den Wieso Stock. Wieso verwahrt Pauline einen sechseckigen Stock, auf dem die Narbe von deiner Hand abgebildet ist? Diese Frage stellst du dir selbst, willst sie im Augenblick aber nicht an Pauline richten. Doch, will ich eigentlich schon. Anscheinend hat sie uns auch zu nichts sonst was zu sagen, was? Na gut, was können wir noch machen? Können wir mit der Lupe das Ding mal untersuchen? Können wir das mit Öl übergießen? Irgendwas hier? Nee. Gut. Was könnten wir jetzt Neues hier machen?
mit dem Zeug, was wir bekommen haben, können wir mal mit UV-Licht. Oder vielleicht fragen wir mal ihn hier. Klischees. Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Ach nein? Und wenn ich Ihnen sage, dass ich in meiner Hose Boule-Kugeln mit mir herumtrage? Ich hoffe, das war keine Metapher. Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Sie sind auch kein typischer Amerikaner. Sie haben noch nicht auf mich geschossen. Touché. Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Ich bin zu hübsch, ich weiß. Die junge Frau an der Ladentheke beachtet mich nicht. Mit mir würde sie das niemals machen, definitiv nicht. Naja, du hast sie ja auch nicht irgendwie ein bisschen verlassen und so. Habt ihr was Neues zu melden? Nein. Gut, das ist einfach nur langweilig. Haben die Uhren irgendwie... Du kannst von dort nicht... Könnten die Uhren ölen? Nein. Vielleicht die Schubladen irgendwas. Oder müssen wir nichts hier vorne machen? Ich bin gerade so, ich mach mal Tipp. Petits Tagebuch sollte nicht unbeschädigt bleiben. Kannst du es irgendwie auseinandernehmen? Okay, ich werde niemals auf die Idee kommen, das Ding jetzt auseinanderzuschneiden. Warum sollte es nicht unbeschädigt bleiben? Um dein Ziel zu erreichen, musst du auf jeden Fall das Gummi vom Tagebuch trennen. Auch wenn du noch nicht weißt, wieso. Ach so. Wir haben noch gar nicht ins Tagebuch reingeguckt, das war eben nur ein Flashback oder was? Ja, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Das Tagebuch von Petit. Das Tagebuch von Petit. Oder haben wir doch schon reingeguckt? Hä, jetzt bin ich verwirrt. Können wir jetzt reingucken oder nicht? Wieso willst du das einem Fremden zeigen? Wieso willst du es dir nicht selber zeigen? Du zeigst ihr lieber nicht. Ein elastisches Gummi. Ein elastisches Gummi. Eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Du wickelst das Gummi um den sechseckigen Stock, ohne es zu dehnen. Gut, und was haben wir davon? Ich habe keinen blassen Schimmer. Haben wir an diesem Holzkreuz noch irgendwas übersehen? Auch als du es auf der Suche nach einem versteckten Federmechanismus abtastest, findest du nichts. Können wir den Sockel nochmal angucken? Nee. Du erinnerst... Die Kiste ist übrigens weg, die wir dabei hatten. Anstarren wollen wir das nicht. Wollen wir das mit irgendwas behandeln? Offenbar nicht. Was haben wir denn davon, wenn wir jetzt dieses blöde Band um den Stab gewickelt haben? Können wir es jetzt nochmal aufs Kreuz einsetzen? Nein. Können wir damit jetzt vielleicht Pauline eins über die Rübe ziehen? Wieso verwahrt Pauline eine... Diese Frage stellt... Den über den Kopf ziehen. Ihm über den Kopf ziehen. Irgendwo mit kombinieren. Was macht er? Er geht irgendwo hin. Ich habe gerade keinen Plan, was er überhaupt so... Mein Problem ist gerade einfach nur, ich weiß nicht genau, was wir überhaupt machen sollen. Also es ist nicht, dass ich nicht weiß, wie wir es machen sollen, sondern was wir machen sollen. Sollen wir jetzt die Tür da oben öffnen? Weil wenn ja, dann frage ich mich, wo die Tür hinführen soll in meinem... Also jetzt nur mal rein von der Logik her, ja? Hier ist die Tür, okay? Und wenn wir da durchgehen, ist die Tür hier. Und wenn wir jetzt hier hochgehen und dann da, dann ist diese Tür ungefähr genau hinter dem Bild von dem Soldaten. Und was hat das bitte für einen Sinn? Können wir die Tür mit dem Ding einschlagen? Nein, können wir sie ölen... Nee, ich will die Tür ölen, du. Du gießt Öl auf die Scharniere der Tür, was dich im Augenblick aber kein Stückchen weiterbringt. Aber ganz zufällig hast du gerade etwas getan, was dir in Zukunft Ärger ersparen wird. Ganz zufällig trifft es sehr gut. Du versuchst, sie zu öffnen, aber sie ist fest verschlossen. Was mir in Zukunft Ärger ersparen wird? Okay. Ja, ich probiere einfach nochmal alles irgendwie da einzusetzen. Auch wenn ich nicht genau weiß, warum ich das tun sollte. Ich will dieses blöde Tagebuch jetzt angucken. Ja, Tagebuch angucken irgendwie. Irgendwie zerschneiden, angucken. Öl, da,
Dies, Duft, Beef, Buff, Buff, Bing. Mano. Nochmal in den Schreibtisch. Weder auf dem. Das Tagebuch auf Notre Dame. Tagebuch auf das. Können wir das da rausschneiden? Können wir das mit Öl übergießen? Das mit Öl übergießen? Das Kreuz mit Öl übergießen? Nee, ich bin gerade echt komplett auf dem Schlauch. Noch ein das UV-Licht wird dir dabei helfen, etwas zu lesen, das du zuvor schon einmal in der Hand gehabt und verändert hast. Das Tagebuch. Das habe ich damals schon gemacht. Was ich schon einmal in der Hand gehabt habe und was sich verändert hat. Die Aktenschränke. Du siehst keinen Sinn darin, das in die Klappe zu legen, welche die beiden Räume miteinander verbindet. Ach, die verbindet. Ah, dann ist hier ihr kleines Ding, ja. Verstehe. So können wir ihr vielleicht was anderes in die Klappe legen, zum Beispiel das Ding hier. Wenn du das dort ließest, könnte Pauline es aus der Schublade hinter der Ladentheke herausnehmen. Aber du weißt nicht, was dir das bringen sollte. Vielleicht will sie ihr Tagebuch. Du siehst keinen Sinn. Na gut, dann nicht etwas lesen, was du zuvor Eine schon Tafel? Gelesen hast. Was haben wir denn zuvor schon gelesen? Muss sich wohl um defekte Artikel handeln. Was haben wir denn zuvor schon gelesen? Das hier haben wir gelesen? Das Kreuz. Du inspizierst das Kreuz mit. Keine neuen Hinweise. Ach so, ah. Gut, dann denkt man, man ist auf der richtigen Fährte und dann bam. Was zur Hölle sollen wir denn bitte lesen? Ich habe dieses blöde UV-Licht, glaube ich, jetzt auf alles und eingesetzt. Wenn du, als du das letzte Mal hier warst, irgendeine verborgene Nachricht zurückgelassen hast, wie die im Jacuzzi, nachdem du alle Artikel in den Regalen mit dem UV-Licht inspiziert hast, weißt du, dass du dir das hättest schenken können. Cool. Haben wir ja richtig gut gemacht. Da ist nichts. Sie wollen wir nicht anstrahlen. Ihn wollen wir nicht anstrahlen. Die wollen wir nicht anstrahlen. Den nicht. Das nicht. Den nicht. Habe ich hier in dem Raum irgendwas übersehen? Nein. Aber die Uhren habe ich noch nicht angeklickt. Gut. Dann klicken wir hier nochmal auf alles drauf. Das. 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 Du beleuchtest das Modell mit dem UV-Licht. Entdeckst aber nichts Neues. Ja. Das. Das. Das, das, das haben wir schon. Und das. So, und ansonsten gibt's ja nichts mehr, oder? Es belichtet immer so ein bisschen zu kurz, ne? Keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt, was wir jetzt gerade tun sollen. Ich meine, wir können jetzt immer alles irgendwie miteinander kombinieren, aber. Wo da jetzt der Sinn drin liegt, weiß ich auch noch nicht ganz. Ich meine, wenn wir irgendwie was mit dem Ding anleuchten sollen, dann was ist die Frage? Also, eigentlich wollte ich jetzt dieses blöde Haus verlassen, aber das scheint nicht zu gehen. Oder geht es doch? Und ich halte mich hier die ganze Zeit total sinnlos drin auf und man kann gar nichts mehr machen. Ich meine, was sollen wir denn jetzt hier drin suchen? Die Skrytale war eine Methode, welche die Spartaner zum Verschlüsseln von Nachrichten nutzten. Der Absender wickelte ein Lederband um einen Stab mit einem bestimmten Durchmesser und schrieb den Text darauf. Der Bote erhielt nur das Band, welches alleine unmöglich zu entziffern war, und überreichte es dem Empfänger, der wiederum einen identischen Stab wie der Absender besaß und somit die Nachricht entschlüsseln konnte. Kirche von St. Fergus, Wälder von Inverloch, Schottland. Du hast, was du wolltest. Jetzt hält dich hier nichts mehr. Nur, jemand verdient eine Erklärung. Gedächtnisschwund? Man hat mich vergiftet. Mit Quecksilber. Ich habe viele Fragen, aber das Tagebuch deines Vaters hat mir bereits einige beantwortet. Henry White wird zufrieden sein, wenn er das erfährt. Das Tagebuch. Oder ich töte sie genauso wie ihren Vater. Oh mein Gott, nein! Ah! Töte sie, Alter, töte sie! Ja! Danke Gott. Hände hoch!
Komm raus, du Bastard! Sonst lasse ich dich nochmal Quecksilber schlucken, nachdem ich deine Freundin getötet habe. Na los! Toll, toll, toll. Hat sie was Neues in die Klappe gelegt. So, also nochmal kurz, ne? Also ich... Ja, dieses doofe skitale Ding, jetzt wo ich sie da gesehen habe, sagt es mir natürlich was. Das hätte man auch von selbst drauf kommen können, aber ich hab's wirklich überhaupt nicht dran gedacht. Das blöde Ding, naja, was soll's. Hauptsache, es hat irgendwie noch funktioniert. So, jetzt hat sie vielleicht was rein. Vorsichtig, um jegliche Geräusche zu vermeiden. Und tatsächlich, da sind die Schlüssel. Super, danke. Nachdem du ein paar Schlüssel ausprobiert hast, findest du den passenden für dieses Schloss. Die Tür ist offen. So, und da ist jetzt das... Kommen wir jetzt aus dem Bild von dem Soldaten raus, oder was? Vorsichtig öffnest du die Tür und... Cool, wie ich gesagt habe. Der steht ja nicht schlecht, ne? Mit seinem Katana. Warum auch immer er einen Katana hat. So, was können wir denn hier oben machen? Können wir uns einen Katana nehmen? Wir hatten ja vorhin so ein Katana-Fighting-Skill-Bild. Also müssten wir damit umgehen können. Es ist nicht das erste Mal, dass du ein Schwert in der Hand hältst. Sondern das zweite Mal? 3 Monate. Auf der Suche. Nach dem Tod. Aber vielleicht ist der Tod gar nicht dein Schicksal. Meister, mein Name ist... Du bist spät dran.